Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal. Wer mein Video über die Tischtennisplatte hier schon gesehen hat, der weiß, was ich vorhabe. Und zwar, ich möchte diesen Livington Instant Heater hier direkt über diese Tür montieren, damit einfach ein Infrarotgerät hier ein bisschen Wärme erzeugt. Denn in der Garage kann man sehr schlecht einen Heizkörper anbringen. Es ist ineffizient und ja, mit Gas, mit so einem Heißgebläse ist auch immer so ein bisschen Vorsicht geboten, beziehungsweise man hat unheimlich viel Feuchtigkeit in den Räumlichkeiten. Ich mache ein recht langes Video über den Instant Heater. Ich weiß noch nicht ganz genau, wie lang es wird, aber ich stelle jetzt erst einmal das ganze Gerät vor. Beziehungsweise, was ist hier alles dabei, was sind die Leistungsdaten und dann gehe ich her, montiere das Ganze, wir schauen uns die Funktionen an, wie funktioniert das mit der Fernbedienung, was ist dieser Motion-Sensor und zum Schluss mache ich auch nochmal hier diese ganzen Messungen mit so einer Laser-Temperatur-Messpistole und da schauen wir uns einfach mal an, ja, wie die Wärme von so einem Infrarotgerät rüberkommt und ob es denn auch was taugt. Und wen diese ganze Thematik interessiert, ja, der kann gerne dranbleiben. Weiter geht's nach einem kurzen Intro. Ich entschuldige mich schon im Vornherein für das etwas schwache Licht und manchmal diese Wackler, weil ich habe das Stativ auf der Tischtennisplatte und kann hier nicht anders da hantieren. Ich würde sagen, wir packen das Gerät mal aus. Wie gesagt, Livington Instant Heater kostet normalerweise 239,40 Euro. Da staunt man nicht schlecht. Aber die UVP bei Mediashop beträgt 159,60 Euro. Ich habe jetzt mal geschaut, das sind so übliche Preise für eine Infrarotheizung. Also man muss da schon ein bisschen Geld in die Hand nehmen und es kommt natürlich auch auf die Ausstattung drauf an, was man dann hier im Endeffekt auch bekommt. Mehr ist in dem Paket nicht drin. Ich mache jetzt gleich mal hier noch das Styropor ab und dann werden wir das mal auf die Seite machen. Mediashop typisch, da brauche ich sehr wahrscheinlich nichts zu sagen, gibt es hier eine richtig gute Einbauanleitung. Da werde ich dann nach der Montage auch noch mal drauf eingehen. Das heißt, auf was muss man achten, da will ich jetzt nicht vorgreifen, weil im Moment habe ich zwar ein paar Grundkenntnisse, weil ich mich eingelesen habe, aber noch nicht diese genauen Informationen und kann da irgendwelche Tipps geben. Hier hat man eine Fernbedienung, die Batterien sind schon mit dabei. Das sind CR2025, die bekommt man überall im Handel, in einem Baumarkt. Das sind diese Knopfzellen, wo man auch in den Drückern Fernbedienung fürs Kfz hat. Ja, dann haben wir hier auf der einen Seite in dem Styropor, muss ich schauen, haben wir Montagematerial. Und zwar haben wir hier Winkel und Dübel. Ich sehe hier auch solche Rigipsdübel. Das heißt, hier eine richtig große Auswahl. Dann haben wir noch Muttern. Ich habe auch gesehen, jetzt nehme ich das mal kurz zurück, und zwar, dass man hier die perfekte Ergänzung zu ihrem Livington Instant Heater, und zwar, ich halte es mal kurz in die Kamera, so ein Standhalterfuß. Ja, den kann man besorgen. Ich habe ihn jetzt bei Mediashop direkt nicht gesehen auf der Homepage, habe nachgefragt, 99 Euro, stolzer Preis. Also wer hier diese Infrarotheizung nicht an die Decke oder an die Wand machen möchte, der kann sich so einen Standfuß besorgen. Was ich schon mitbekommen habe, dass hier einfach die Installation so erfolgen muss, dass man das nicht von oben nach unten oder von unten nach oben, sondern es muss in einem rechten Winkel sein. Das heißt, in der Höhe von, ich glaube, über 1,80 Meter sollte man das anbringen. Und dann ist es am effektivsten. So, jetzt packen wir hier nochmal kurz diese ganze Folie ab. Wir haben hier jetzt nochmal einen Schutz drin, das mache ich später weg. Aber kommen wir mal kurz zu dieser Infrarotheizung, wer hier komplett noch Neuling ist. Da ist es so, dass man eine gezielte Wärme bekommt und hat eine kurze Aufheizzeit. Bei dem Modell ist es jetzt auch sicher durch eine Abschaltautomatik und man hat UV-freie Strahlung. Außerdem ist das hier spritzwassergeschützt. Das heißt, es ist IPX4
Spritzwasser aus allen Seiten. Man kann das auch im Gegensatz jetzt zu solchen ganz normalen Elektrogebläsen auch im Freien benutzen. Und es ist natürlich auch ein Vorteil gegenüber einem Heizpilz, weil hier Umweltverträglichkeit dann doch noch ein bisschen besser ist. Aber Vor- und Nachteile, da komme ich später nochmal drauf zu sprechen. Das Gerät hier von Mediashop hat 4 Heizstufen, wie schon erwähnt, eine Fernbedienung und hat einen Timer. Was es da jetzt für Zeiten gibt, das weiß ich nicht, da muss ich mich nochmal einlesen. Ich mache hier jetzt alles durch und lasse euch daran teilhaben. Von der Länge haben wir hier 90 cm, wir haben eine Breite, also von hier oben nach unten von 13 cm, insgesamt 2,6 kg. Und das Gerät hat eine maximale Leistung von 2000 Watt. Das ist ordentlich was. Das Kabel sind 1,8 Meter. Das sollte ausreichen, auch wenn man das auf diesem Standfuß hat. Und wenn wir schon dabei sind, kläre ich ganz kurz mal auf bezüglich Infrarotheizung. Zum Thema Heizung muss man dazu sagen, ich bin jetzt kein Heizungsprofi oder sonst irgendwas. Ich habe mich einfach ein bisschen mit der Thematik auseinandergesetzt. Ja, und ich wollte praktisch für diese Garage eine Art Heizung, das heißt, dass man hier Wärme verspürt, und wollte was mit Effizienz und auch mit geringen Stromkosten. Ja, und wie das in der Garage so ist, man hat ein Garagentor, es kommt Luft rein, es kommt Luft raus. Das heißt, die Dämmung ist auch nicht allzu gut durch ein Garagentor, und da muss man sich ein paar Sachen überlegen. Ich habe jetzt bei heizsparer.de, die Homepage verlinke ich nochmal unten, mich informiert über diese Infrarotheizung. Da gibt es ja unheimlich viele. Und ja, das Erste ist, dass ja diese Wärmestrahlung in einem elektromagnetischen Bereich projiziert wird. Das heißt, es wird nicht die Raumluft erwärmt, wie es jetzt bei einer klassischen Heizung ist, bei einem Heizkörper, sondern einfach die festen Körper werden aufgeheizt. Deswegen muss man auch schauen, dass man hier bei dieser Infrarotheizung einen gewissen Abstand zu brennbaren Sachen hat, zum Beispiel zu einer Couch, zu Stoff oder sonst anderen Sachen. Ich denke mal, eine Tischtennisplatte dürfte jetzt hier weniger das Problem sein. Noch ein Vorteil ist das schnelle Wärmegefühl und auch das schnelle Aufheizen. Und was halt von Vorteil ist, man hat eine gleichmäßige Wärme oder ein gleichmäßiges Wärmegefühl im kompletten Raum durch diese elektromagnetischen Strahlung, diese Wärmestrahlung. Das heißt, man schaltet das ein und das wirkt dann auf allen festen Körper und wird nicht, wie das normal ist jetzt mit einem Heizkörper, der steht jetzt hier hinten rechts. Die Luft wird erwärmt, bis die dann da hinten in der Ecke ist. Das dauert natürlich. Dann ist es auch ein klarer Vorteil hier für diese Garage, und zwar die niedrige Raumtemperatur. Wenn ich hier einen Heizkörper hätte oder wenn ich halt auch hier mit so einem Gasgebläse arbeiten würde oder gar mit so kleinen Radiatoren, das wäre ja auch wieder so eine Sache. Die Luft muss erwärmt werden, da vorne kommt es kalt rein bzw. Warmluft geht raus. Das ist nicht mehr effizient, und hier ist einfach so, dass man sich auch noch ein bisschen wohler fühlt, weil halt der Körper diese Wärme direkt speichert. Ich mache zum Schluss dann auch mal so ein eigenes Ergebnis, also erzähle von meinen Erfahrungen, und ich probiere es jetzt zum ersten Mal aus, deswegen kann ich hier nur die Theorie erzählen, aber so sollte das bei so einer Infrarotheizung dann im Endeffekt sein. Ja, dann hat man auch zum Thema Raumklima, und zwar, wir haben keine Luftverwirbelung. Jeder kennt es bei einer Heizung, der Staub geht hoch, wir brauchen Luftreiniger und sonst irgendwelche Sachen, die praktisch den Staub wieder rausziehen. Hier nimmt die Staubbelastung ab, und ja gut, in der Garage hat man sowieso Staub, und dann wird es wenigstens hier nicht noch aufgewirbelt. Das habe ich ja auch dann wieder zum Beispiel bei so einem Gasheizgebläse. Ja, das bläst ja unheimlich und dann kommen diese ganzen Wirbel, also das habe ich hier auch nicht. Ja, und ganz zum Schluss habe ich noch gelesen, also da gibt es ganz viele Vorteile, die sie geschrieben haben. Eins für mich, dass einfach das eine positive Wirkung hat und dass man das vergleichbar mit einem Sonnenbad im Freien hat. Ja? Wie das natürlich ist oder wie das wirkt, das weiß ich auch noch nicht, aber diese Tiefenwärme soll entspannend wirken. Wie gesagt, da gibt es noch andere Vorteile, die muss jeder für sich selber herausfinden auf heizsparer.de. Jetzt würde ich aber sagen, wir gucken mal die negativen, würde ich jetzt nicht sagen, aber die Nachteile, die gibt es nämlich bei solcher Heizung auch. Der erste Nachteil, der einem hier einfällt, ich hoffe, ich blende jetzt nicht die ganze Zeit mit diesem reflektierenden Hintergrund, das habe ich gar nicht am Anfang so bedacht, ich halte es mal vielleicht so.
ja, der Nachteil, den man sich sofort denkt, ja, da ist ein Stromstecker dran, was hat es hier mit dem Stromkosten auf sich? Ja, und das ist natürlich schon der erste Minuspunkt. Ich habe mir Informationen rausgeholt aus dem Internet und da steht, dass eine ganz normale Infrarot-Heizplatte mit 400 Watt Leistung, wir erinnern uns, hier haben wir 2000 in der höchsten Stufe, ja, diese 400 Watt kosten, wenn man jetzt 0,25 Euro nimmt, also 25 Cent die Kilowattstunde, und dann kommt man bei 400 Watt 10 Cent die Stunde. Also da kann sich dann jeder ausrechnen, was hier bei 2000 Watt los ist. Wenn der in der höchsten Stufe bollert, hat man natürlich pro Stunde schon einen halben Euro verheizt. Man muss es natürlich dann auch wieder gegenrechnen. Wie lange mache ich so eine Heizung an? Die Schnelligkeit vom Aufheizen, die rechne ich besonders in der Garage gegen. Heizkörper geht nicht, Gas kostet auch Geld, läuft zusätzlich noch mit Strom, Radiatoren, wir wissen alle, da wird es gerade nicht weniger. Ja? Also das ist eine Sache, die habe ich mit einkalkuliert, und der läuft ja auch nicht dauerhaft auf der höchsten Stufe. Also denke ich mal, dass wir in Sachen Kosten hier wegen der Räumlichkeit nicht so den Nachteil haben. Dann haben wir Kohlendioxidemissionen. Ja, das ist schädigend für die Umwelt, wobei ich da auch wieder sagen muss, die normalen Heizungen funktionieren entweder mit Öl oder mit Gas. Dann ist natürlich auch immer wieder die Sache, wie lange lasse ich sowas laufen. Ich halte natürlich jetzt so eine Infrarotheizung für einen Dauerbetrieb im Haus direkt für keine gute Alternative, außer man hat jetzt zum Beispiel einen Wintergarten, der ist vielleicht auch gut isoliert. Da wäre das natürlich auch eine gute Hausnummer, hier mal anzusetzen. Noch ein Nachteil ist, ich habe die Raumtemperatur, die kann ich schwer beeinflussen, beziehungsweise ich kann sie mir nicht einstellen. Bei einem normalen Heizgerät habe ich eine Möglichkeit, so ein Thermostat dran zu machen, ein automatisches System. Ab einer gewissen Temperatur geht die Heizung aus, also die Heizung schaltet praktisch ab und schaltet dann erst wieder zu, wenn die Temperatur unterschritten ist. Es gibt natürlich auch Geräte, die sind aber jenseits der 300-400 Euro. Da ist auch so ein Temperaturthermostat mit drin. Aber da ist auch wieder die Sache, wenn hier die Raumluft nicht erwärmt wird, sondern nur alle festen Stoffe, ja, wie kann dann dieses Thermostat richtig funktionieren? Zum Schluss nimmt man sich den Vorteil und den Nachteil und guckt einfach, wo ist mein Einsatzgebiet. Bei mir ist es ja, wie gesagt, jetzt hier die Garage, und da waren die Optionen, der Heizkörper kann ich ausschließen. Erstens ist es nicht machbar, zweitens ist es total unwirtschaftlich. Ja, das Gasgebläse habe ich zwar, aber wir haben die Gasflasche, wir haben dann auch die Kinder, die es etwa bedienen müssten. Wir haben den Platz und ja, wir haben die Feuchtigkeit. Diese Gasgebläse, die erzeugen unheimlich viel Feuchtigkeit, und das ist dann auch wieder eine Sache, wenn hier Sachen gelagert sind oder etwaige Holzsachen, muss dann auch nicht sein. Ja, und dann haben wir ein normales Heizgebläse. Jeder kennt diese kleinen schwarzen Dinger. Da müsste ich mir hier zwei aufstellen, damit auch wieder die Raumluft erhitzt wird. Außer man lässt sich da direkt mit anstrahlen, aber da gehen die Stromkosten auch wieder ganz, ganz weit nach oben. Und so ein Radiator, so ein kleiner, da ist genau dasselbe, ist im Grunde wie eine Heizung, bloß mit Stecker. Und da sind die Strompreise, ja, wenn man da 25 Cent nimmt, da kann man sich dann ausrechnen. Also die haben bei der geringsten Leistung kosten die schon unheimlich viel an Strom. Ja, deswegen baue ich jetzt den hier an, und dann schauen wir uns mal die Situation an. Wie hat die Montage geklappt und wie funktioniert alles? Und das kommt dann im nächsten Schritt. Ein kurzer Zwischenstand wegen der Montage, und zwar war mir das am Anfang nicht so eindeutig, deswegen zeige ich es jetzt mal ganz kurz, bevor da die Fragen aufkommen. Es gibt hier zwei Platten, und die eine Platte wird im rechten Winkel so angebracht, dass dieser Winkel nach unten zeigt, also das ist jetzt praktisch die Untensicht, und das Gegenüber, jetzt zoome ich mal ein wenig ran, und das Gegenüber wird hier angebracht, und zwar auch mit dem Winkel nach unten, sodass man jetzt diesen Instant Heater einfach hier drauflegen kann. Und jetzt zeige ich auch mal, aus was für einem Grund das so ist. Man kann dann nämlich den Instant Heater einfach nehmen, hat dann hier unten diese zwei Rasternasen und lässt das Ganze nach unten hin fallen, würde ich nicht sagen, also festhalten. Und jetzt kommen hier unsere im Lieferumfang enthaltenen zwei Schrauben rein. Die haben einen Vierkant oben,
und unten dran dann diese Mutter. Und der Hintergrund ist der, ich kann diesen Instant Heater maximal 90 Grad, also so, montieren, also nicht Richtung Decke, kann ihn aber, wenn ich die eben gezeigten Winkel, also hier am Gerät, wenn ich hier die Mutter löse, dann geht der etwas nach unten und da kann ich maximal 45 Grad nach unten, weil wir haben jetzt hier eine recht tiefe Garage, also man sieht, ich komme an die Decke, die dürfte so 1,90 Meter, 1,95 Meter sein. Wenn man natürlich den Instant Heater draußen irgendwo im, Garten bzw. auf der Terrasse oder irgendwo dran macht, da kann es natürlich höher sein. Deswegen diese 45 Grad nach unten, aber nicht nach oben. In jedem Fall muss man achten, dass man hier 30 cm nach oben hat und nochmal, ich glaube, 30 cm links und rechts Richtung der nächsten Wand. Das Beste ist natürlich das Optimum in der Mitte vom Raum. Das habe ich jetzt geschafft. Ich wollte vorher hier oben dran, aber da hätte ich einfach den Deckenabstand nicht eingehalten. Ich fixiere das und dann gucken wir mal weiter. Ihr seht jetzt im Hintergrund, ich habe alles soweit montiert. Es hat alles ganz gut geklappt. Ja, der Schlüssel, der da dabei liegt, dieser kleine, dünne, labbelige, ist jetzt nicht ganz so vorteilhaft. Also wenn man da so einen kleinen Ratschenkasten hat und vielleicht auch noch ein bisschen Gabelring oder Gabelschlüssel, klappt das besser. Ja, seht es vielleicht schon hier, da gehe ich später nochmal drauf ein. Ich habe das Kabel jetzt erstmal verlegt. Der An- und Ausknopf ist auf der Unterseite und jetzt müssen wir, bevor wir hier überhaupt irgendwas starten, noch diese Schutzstyropor wegmachen. Und zwar hält dieses Schutzstyropor hält hier einfach diese Infrarotröhre im Inneren. So habe ich das jedenfalls verstanden. Das ist ja diese Röhre, die hier innen drin läuft. Achtung, entfernen Sie die Sticker, die weißen Schaumstoffsicherungen vor dem Gebrauch vollständig. Genau, zack. Das war also ein Transportschutz. Und was haben wir hier jetzt? Naja, das ist natürlich auch immer so eine klasse Sache, wenn man hier was hinklebt, bleiben dann die Reste da dran hängen. Das zum Thema, man sollte nichts Brennbares davor lassen. Also das ist jetzt auch wieder ganz klasse. Ich verstehe das auch immer so ein bisschen, dass die hier sich absichern müssen, aber das muss halt auch nicht sein. Ja? Jetzt habe ich hier auf dem Gitter, meine Klebereste und wenn die dann anfangen zu stinken und zu kohlen, ist das natürlich auch keine gute Sache. Ne? Es steht ja, wie gesagt, auch immer da, dass man auch nichts davor hängen soll. Also auch nicht irgendwie mal vergessen, das Gerät auszuschalten und dann schnell mal im Wintergarten oder sowas einen Vorhang davor gehängt. Das kann übel ausgehen. Ich denke mal, das dürfte jetzt reichen und dürfte jetzt auch soweit in Ordnung sein. Und zwar will ich jetzt ganz kurz nochmal aus einer anderen Perspektive zeigen, wie ich das hier gemacht habe. Das habe ich ja vorhin erzählt, das sind diese Winkel hier. Und wenn ich die Schraube jetzt, man sieht es vielleicht hier, wenn ich die Schraube jetzt beidseitig lösen würde, könnte ich mir diesen Instant Heater einfach noch nach unten winkeln, maximal 45 Grad. Aber am effektivsten, ich gehe jetzt mal zurück, so. Da steht die Kamera. So, am effektivsten ist das. Das ist natürlich jetzt mal wieder so Baustellencharakter, ja. Aber ich konnte es nicht anders da machen. Kabel über dem Türrahmen verlegt. Und hier hängt es. Weiter unten ist dann hier die Tischtennisplatte. Und ja, wir sind eigentlich mittig vom Raum, mittig von der Garage. Normalerweise müsste das hier richtig gut funktionieren. Wer bis hierhin dran geblieben ist, der hat ja wirklich Interesse anscheinend an einem Gerät wie diesem hier. Ich habe ja jetzt soweit alles erst einmal erklärt, was ist überhaupt dabei. Dann habe ich hier die Anbringung, Abstand, Montage auch nochmal gesagt. Also man muss gucken nach oben hin, nach vorne hin, links und rechts und auch zum Boden. Also die minimale Höhe von 1,80 Meter stand hier drin. Das hat aber jetzt auch selbst bei unserer tiefen Garage ganz gut geklappt, mittig vom Raum installiert. Die Wirksamkeit und die vier Stufen bzw. Motion-Sensor, Fernbedienung, Timer gehen wir jetzt gleich durch. Ich habe mir die Fernbedienung einfach mal hier geschnappt und habe mir vorher ein bisschen das durchgelesen. Ich finde die Anleitung plausibel, das heißt, ich komme damit gut klar und wollte das jetzt mal erklären. Ich hoffe, man kann jetzt nicht nur mich sehen, sondern auch hier dieses Display. Und ja, wir haben hier unten einfach diesen Ein- und Ausschalter. Wenn ich den hier drücke, dann sieht man, jetzt erlischt die Null. Das heißt, das ist der Hauptstromschalter. Hier schalte ich das Gerät ein. Es ertönt ein Piepsen. Ja, jetzt zeigt er mir hier diese Null an. Und ich habe hier auch noch eine Möglichkeit, was zu drücken. Und zwar kann ich hier jetzt 4 und 0. Ja? Das heißt, ich muss jetzt mal schauen,
wenn ich jetzt länger drauf bleibe, also hier kann ich wirklich nur zwischen 4 und 0 wählen. Das ist dieser Gummiknopf, den sieht man jetzt wahrscheinlich relativ schlecht, aber der ist vorhanden. Die Fernbedienung ist da viel besser. Wo fangen wir an? Ich drücke den großen roten Knopf zum Ein- und Ausschalten. Der startet auf Stufe 4. Der hat sich das letzte gespeichert. Jetzt sieht man auch sofort, wie hier die Glüherei anfängt. Ich kann die Pfeiltasten 3, 2, 1 nach unten wählen. Wenn ich das Level drücke, geht er in die höchste Stufe. Wenn ich Level erneut drücke, passiert gar nichts. Ich muss also runter wählen und man sieht auch, in Sekundenschnelle hat sich diese Infrarotheizung eingeschalten und verbreitet hier die wohlige Wärme. Bei dem Timer sieht es ein bisschen anders aus. Ich bin jetzt auf der Stufe 1 zum Beispiel und wähle jetzt hier den Timer eine Stunde und jetzt gehe ich mit den Pfeiltasten 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ist das Ende, dann fängt er wieder bei 1 an, also steht hier 1H für Hour und insgesamt 9 Stunden kann man wählen. Was hier jetzt ein bisschen riecht, das kommt nicht übers Mikro rüber, ist einfach noch dieser Kleberreste. Finde ich ein Manko, sowas gehört normalerweise nicht vorne drauf. Aber ich kann die Jungs und Mädchen von Mediashop verstehen, wenn hier einer das einschaltet und hat einfach noch diese Teile da drin stecken und dann gibt es Flammen. Also das war ein bisschen blöd. Mit dem Motion-Sensor ist auch eine schöne Sache. Allerdings muss man hier jetzt in einer Stufe drin sein. Jetzt sage ich zum Beispiel, ich stelle das auf Motion, das heißt bei mir in dem Fall, wenn die Kinder hier unten reinkommen wollen, Tischtennis spielen, geht das Ding auf Stufe 1 automatisch ein. Wie mache ich das? Ich gehe hier auf Stufe 1, drücke hier Sensor und wenn vor der Stufe ein A steht, ja, dann heißt das, das ist praktisch dieser Motion-Sensor, der ist eingeschalten und jetzt läuft die Heizung ganze 15 Minuten durch. Wenn dann zum Beispiel sich hier irgendwas bewegt, läuft die immer weiter und sobald sich dann nichts bewegt, 15 Minuten durchlaufen und dann schaltet sich das automatisch ab. Hat den Hintergrund, die spielen, es gibt Mittagessen, zack, jeder rennt raus, Heizung wird nicht ausgeschalten, die läuft noch 15 Minuten nach, dann schaltet sie sich aus und geht dann erst wieder an, wenn hier sich irgendwas bewegt oder wenn jemand die Tür reinkommt. Das teste ich dann später nochmal aus, aber da muss ich jetzt erst dann mal 15 Minuten rausgehen. Ich würde sagen, das war's vorerst. Ich werde jetzt noch die ganzen Tests machen, werde dann mal hier ein bisschen bezüglich der Temperatur was erzählen. Das kommt dann im nächsten Schnitt. Ja, ich habe jetzt mal den Motion-Sensor aktiviert und zwar vor knapp 20 Minuten. Wir schauen jetzt einfach mal, was hier passiert. Zuerst gehe ich mal rein und mache das Licht an. Ich hoffe, dass wir das alle sehen. Es steht jetzt A0. Und jetzt ist es umgesprungen auf A2. Das heißt, ich bin hier in diesen weißen Kreis reingekommen und wir sehen, es fängt an wieder zu heizen. Ja, das ist eine super Sache, habe ich also eben getestet. Die Kinder sind vor ungefähr 25 Minuten raus. Dann hat sich das automatisch abgeschalten. Jetzt heizt es wieder 15 Minuten durch. Wenn sich nichts mehr bewegt, ab dann zählt der Timer. Ja, und dann kann man das richtig toll anlassen, wenn man zum Beispiel einen Wintergarten hat, also Timer, Motion Sensor funktioniert. Wir sehen jetzt hier oben, hat der Instant Heater schon angefangen auf Stufe 1 und ich schalte jetzt auch nochmal den Timer zu und zwar haben wir hier jetzt eine Stunde und ich gleiche jetzt nochmal ab hier mit meiner Uhr, wo ist sie denn? Halt noch ein bisschen höher, nee, niedriger, hier sind wir, 19.05 Uhr, also bis 20.05 Uhr müsste hier oben dieser Instant Heater sein und dann ausgehen. Wir haben es gerade gesehen, also wir gucken nochmal hier kurz auf die Uhr, wir haben 20.05 Uhr, genau, das hat er richtig gut gemacht, also ihr seht, das hat sich automatisch ausgeschalten nach einer Stunde, also nach 60 Minuten. Der Timer hat funktioniert, der Motion-Sensor hat funktioniert und jetzt kommen wir zum letzten und alles entscheidenden Test, würde ich nicht sagen, weil die Heizung gefällt mir jetzt schon ganz gut. Aber wir testen jetzt einfach mal, was hier dieser Instant Heater auf Stufe 4 bringt. Das sind ja die vollen 2000 Watt und dann bin ich mal gespannt. Ich hoffe, dass es vielleicht morgen noch ein bisschen kälter ist. 10 Grad Außentemperatur ist ja nicht wirklich hier die Welt. Ja, wir haben ja jetzt soweit alles überprüft. Das heißt, ich habe ja diesen Motion-Sensor gleich am Anfang getestet. Auch mit dem Timer nach einer Stunde hat alles richtig funktioniert.
Dann habe ich soweit auf der Liste alles abgehakt. Anbringung, Abstand, Montage habe ich schon mehrfach erklärt. Dann die Wirksamkeit, Stufen, 4 Messungen. Da erzähle ich gleich noch was dazu. Und ansonsten noch eine Einschätzung meinerseits. Deswegen werde ich das jetzt mal machen. Ich habe das die letzten Tage einfach getestet. Und zwar einfach mal das Wärmegefühl, das man bekommt auf den verschiedenen Stufen. Und da muss ich sagen, die Stufe 1 reicht schon aus bei einer Temperatur, die man im Raum hat zwischen 13 und 15 Grad, damit man sich einfach wohlfühlt, also eine wohlige Wärme bekommt. Wenn man hier die Heizung auf Stufe 4 bollern lässt, also komplette 2000 Watt, da muss man sich wirklich fast schon ausziehen. Das hat dann T-Shirt-Charakter. Also hier bei uns in der Garage haben wir gemerkt, dass dann auch beim Bespielen, wenn wir jetzt beide drin sind, der Temperaturanstieg so 3 bis 4 Grad hochging, die Raumtemperatur. Deswegen gucken wir jetzt ganz kurz nochmal. Ich habe jetzt hier ein Thermometer. Ich komme jetzt mal ein bisschen näher ran, damit es nicht heißt, ich erzähle hier irgendwas, wovon das nicht stimmt. Ihr könnt es, glaube ich, sehen, 16,2 Grad. Und Außentemperatur haben wir 9,3 und ich messe jetzt auch noch mal ganz kurz hier mit meinem TechLife, was wir so an der Wand haben. Ah ja, das hat er so, genau, kann man sehen, Stellscharfkamera. Ja, also circa 15 Grad Tischtennisplatte haben wir hier, 15 Grad. Das sind so die Messungen. Und ich werde jetzt einfach mal die Stufe 4 reinmachen, damit ihr einfach mal seht, was für eine Leistung hier diese Instant Heater bringt. Wir können ja gleich auf Level gehen, haben wir ja erfahren. Auf Level springt er sofort auf Stufe 4 und wir sehen auch, innerhalb von 10 Sekunden hat er wirklich auch sein Maximum erreicht. Und ich merke es jetzt schon hier nebendran, dass es wohlig warm wird. Dann würde ich mal schauen, wie sich hier der Thermometer entwickelt. Also hier ist die Heizung, den stelle ich hier in die Ecke und zwar auf die Werkbank. Der soll einfach nur ein bisschen hier stehen und die Raumluft durchmessen. Wie gesagt, jetzt haben wir 16,2 ist der Start und wir spielen jetzt ein bisschen und danach sehen wir uns wieder. Ich denke mal so circa eine halbe Stunde, 9.53 Uhr, eine halbe Stunde und dann komme ich zu meinem Fazit. Ich habe jetzt abgebrochen und zwar, es waren jetzt glaube ich nur 20, 25 Minuten circa. Und ich komme mal näher ran. Ihr seht hier 19,1, 19,2, dadurch, dass ich es jetzt auf die Tischtennisplatte stelle. Aber das hat, wie gesagt, hier hinten gestanden. Und jetzt gucke ich noch mal kurz an der Wand. Ja, die hat 18,5 im Vergleich zu vorhin. Die Tischtennisplatte hat hier auf der wärmsten Stelle 23. Hier hat sie 22, also man sieht schon hier, die Effizienz ist absolut da. Und ja, ich habe ja noch geschrieben hier, die Einschätzung der Temperatur. Ich muss sagen, das Ding bollert. Ja? Also auf Stufe 4 braucht man das wirklich vielleicht in einem geschlossenen Raum, in einem Wintergarten, 15, 20 Minuten. Es kommt drauf an, hat man jetzt auch noch Möblierung drin, das heißt Stoff oder jetzt Holz, das heizt sich natürlich auf und gibt dann sozusagen auch die Wärme an die Raumluft weiter. Das ist ja der Hintergrund. Also ich muss jetzt hier auf jeden Fall ausmachen und wir regeln sie jetzt erstmal auf 1 runter. Ich habe hier überhaupt keine Probleme mit der Bedienung. Die Fernbedienung, die funktioniert auch aus, was weiß ich, 7, 8 Metern. Das ist überhaupt kein Problem. Hier ist nicht viel Schnickschnack drauf. Wir haben den Timer, wir haben den Sensor, Level auf die höchste Stufe springen, einen Ein- und Ausschalter und ein Hoch- und Runter justieren. Die Montage war dementsprechend einfach. Man hat vielleicht in der Anleitung, hätte man etwas mehr bebildern können mit diesen Winkeln, aber ansonsten passt das wirklich gut. Das Kabel ist ausreichend lang, man könnte es zur Not noch verlängern, aber Achtung, da ist die Garantie dann auch wieder nicht mehr gegeben. Und ansonsten für den schnellen Einsatz, das heißt für kurzzeitige Wärme in der Garage bei uns absolut tauglich. Ich werde jetzt noch mal schauen, wie das mit den Stromkosten hier ist. Ich habe ja gesagt, wo habe ich es notiert? Wer am Anfang nicht zugeschaut hat oder ein bisschen übersprungen hat, ich werde hier auch Zeitstempel einfügen. Bei einer Infrarot-Heizplatte von 400 Watt
hat man 25 Cent die Stunde. Ja, wenn ich jetzt hier die 2000 Watt nehme, hätte ich jetzt 50 Cent die Stunde. Und wie gesagt, da muss man sich das natürlich gegenrechnen. Dass hier eine Zentralheizung besser abschneidet, ist wohl klar. Das liegt auf der Hand. Ich habe eine Stelle, da wird das Wasser erhitzt und drückt sich dann durch beliebig viele Heizkörper. Dann war es das jetzt mit der Vorstellung von dem Mediashop Heater, Instant Heater, wie sie alle heißen. Und ja, die Werbeversprechen, alle sind glücklich, tolle Produkte, passt jetzt in diesem Fall. Ich habe auch schon andere Produkte von Mediashop getestet, so einen komischen Wischer fürs Auto, wo man dann irgendwie die Scheibe putzen kann, war totaler Mist. Ja, auch dieser Bionic-Trimmer war nicht gerade eine gute Sache, aber man sollte hier nicht alles über einen Kamm scheren. Da haben sie was Gutes gemacht. Vom Preis her habe ich ja schon gesagt, was haben wir für Kosten? Mensch, wenn man so tagelang einen Test durchzieht, hat man irgendwann nicht mehr den Überblick. 159,60 Euro. Die Standhalterung, also dieser Fuß, ist für mich ein bisschen teuer. Ich habe jetzt geguckt, diese Kosten von 99, das war glaube ich bei Westfalia, weil direkt beim Mediashop habe ich es nicht gefunden, aber am besten anrufen. Die sind immer freundlich hier, der Kundenservice, also da hatte ich noch nie Probleme. Dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, dem einen oder anderen hat es geholfen. Kaufentscheidung, ja oder nein, muss jeder dann selbst wissen. Die Links packe ich natürlich alle unten rein. Vielleicht finde ich auch noch eine Sache auf Amazon. Manchmal ist Mediashop da auch vertreten. Da hat man es ein bisschen schneller und ja, es gibt diese Einkäufer und diese. Ich würde mich über einen Daumen hoch freuen, über neue Abonnenten. Schaut auch gerne meine anderen Videos an. Dann sage ich bis zum nächsten Mal hier auf Kais Kanal.